Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, ja, leider kleinen Nachtrag von meinem Update-Video zu Farm Together 2. Ich habe heute eine kleine Überraschung aufgenommen, die im Laufe der nächsten, ich glaube, 3 Folgen vom Let's Play auf jeden Fall dabei sein wird. Das nur schon mal vorausgeschoben. Und dabei habe ich mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, beziehungsweise mir ist es dann noch aufgefallen auf der Farm, was ihr bei mir im Hintergrund gerade sehen könnt. Nämlich, dass irgendwie so ein bisschen schleichend, also gelesen habe ich glaube ich nichts davon, ein Update zu den Wasserfällen gekommen ist. Und zwar haben die jetzt nicht diese seltsamen gebrochenen Ecken, wo eben kein Wasser fließt und was immer so unnatürlich aussah, weil, naja, Wasser halt bekanntlicherweise überall runterläuft und nicht davor Halt macht an den Kanten, ne? Es sei denn natürlich, dass da irgendwo was ist, also dass ein großer Stein im Weg liegt oder ein Ast oder irgendwas, dann kann sich das natürlich auch spalten. Nein, es sieht jetzt wirklich natürlich aus und ich finde, das haben sie auch sehr gut gemacht. Ich persönlich würde trotzdem nicht die ich jetzt im Hintergrund habe, bevorzugen. Also es ist eine kleine Farm von mir, da habe ich einfach nur was drauf geklatscht, sage ich jetzt mal, und nichts Vernünftiges gebaut. Sondern wenn ihr Wasserfälle bauen wollt, die schön aussehen, würde ich wirklich empfehlen, dass ihr diese Erhöhung nimmt mit dem Braun dran. Das finde ich persönlich, sieht sehr viel schöner aus. Müsst ihr natürlich selber wissen, klar. Ich persönlich finde es halt nur sehr viel schöner und natürlicher, wenn man die nimmt. Ja, und einen kleinen zweiten Nachtrag habe ich auch noch neben den Wasserfällen, die mich allerdings persönlich am meisten begeistert haben. Sag mal, Schwein, warum musst du mir hier einfach so in das Bild reinlaufen? Immer diese Fotobomben. Nämlich, wo wir gerade beim Thema Fotobomben sind, beziehungsweise Fotomodus. Wenn wir in den Fotomodus reingehen, wundert euch nicht, ich war gerade im Fotomodus drin, da war es noch Tag. Da gibt es jetzt, und ich meine ehrlich gesagt, dass es das vorher noch nicht gab. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten seht es einfach als kleinen Tipp an, falls ihr das noch nicht selber rausgefunden habt. Und zwar stehen ja links verschiedene Sachen, die man machen kann. Beispielsweise RT habe ich zuletzt mal ausprobiert. Das ist, um das Bild entsprechend zu neigen. Ich meine, steht auch daneben, aber es sieht ganz lustig aus manchmal. Dann Z zum Beispiel, wenn ihr so rumfahrt und ihr guckt jetzt von hinten. Mit Z könnt ihr dann den Charakter drehen. Das wusste ich vorher auch noch nicht, auch wenn es offensichtlich draufsteht. Aber wie schnell drückt man mal eben, ja, im Endeffekt die Hinweise weg. Und wir haben F drin stehen, die Vorlaufzeit. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es das vorher schon gab, aber ich meine, das ist neu dazugekommen. Wenn ihr nämlich jetzt F gedrückt haltet, dann seht ihr, wie im Hintergrund sich der Tag verändert. Und das ist wahnsinnig cool. Das heißt, wenn es jetzt Nacht ist, also ungefähr so sieht es ja jetzt aktuell gerade aus, drückt man einfach ein bisschen da drauf, sucht sich einen passenden Moment aus, wo zum Beispiel jetzt das Wasser auch schön blau ist und so. Und wo man dann sagt, okay, das ist jetzt so die Farbe, die ich haben möchte, die schön aussieht. Und dann kann man mit Space das Interface, also dieses Hilfemenü links ausblenden. Das mache ich jetzt mal, auch wenn ihr jetzt nichts mehr sehen könnt. Und dann könnt ihr einfach Enter drücken und dann habt ihr ein Foto gemacht. Ja, wie gesagt, dies war nur ein kleiner, schneller Nachtrag zu meinem Update-Video. Ich wollte euch diese Sachen allerdings nicht vorenthalten und ich denke, der ein oder andere wusste das auch noch gar nicht. Obwohl er vielleicht mal hier und da gerne einen Screenshot macht, wusste es aber vielleicht noch nicht mit dem Drehen zur Kamera. Wie gesagt, ich habe es gelesen, aber ich habe es irgendwie nicht registriert beim letzten Mal, wo ich ein Bild gemacht habe. Und ich meine auch, dass das mit dem Ändern der Tageszeit jetzt neu dabei ist. Schreibt es mir aber gerne in die Kommentare, wenn ihr das schon vorher mal gesehen habt. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten für all diejenigen, die genauso wie ich gerne Screenshots machen und halt eben auch schöne Screenshots machen wollen. Also sprich mit Sonne im Hintergrund und ähnliches. Oder vielleicht sogar auch per Nacht, also über Nacht, wenn man dann schön zeigen kann, wenn man seine Lichter überall aufgestellt hat, wie man das aufgestellt hat und was das für tolle Effekte haben kann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.